Hallo und herzlich willkommen hier bei HowTo. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr ganz einfach selbst einen richtig leckeren Burger machen könnt. Viel Spaß! Zunächst wollen wir uns wieder die Zutaten für heute ansehen. Wir benötigen heute etwas Hackfleisch, Burgerbrot, Zwiebel, Tomaten, Schmelzkäse, Salat, Salz und Pfeffer und noch ein paar Soßen zum Verfeinern. Ganz zu Beginn geben wir das Hackfleisch in eine Schüssel und geben zuerst etwas Salz und dann noch etwas Pfeffer hinzu. Anschließend hacken wir Zwiebel ganz fein und geben diese dann auch dem Hackfleisch hinzu. Ist der Teig dann richtig schön durchgekneten, geben wir den ganzen einfach heraus und formen daraus einen großen Berg aus Hackfleisch. Dann kann man sich ein Messer zur Hand nehmen und einfach die gewünschten Portionen herausteilen. Damit ist das Portionieren viel einfacher. Aus den einzelnen Hackfleischportionen können wir dann die Leibchen formen. Hierbei ist als wichtiger Tipp anzumerken, dass ihr die Leibchen sehr dünn und flach und eher größer als später benötigt zurechtdrückt. Denn beim anschließenden Braten in der Pfanne mit etwas Öl verliert das Fleisch beträchtlich an Größe. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch das Burgerbrot, teilt es in zwei Scheiben und gebt es dann mit dem Fleisch zusammen in den Backofen. Dort bleibt es dann für etwa 10 Minuten und dann könnt ihr auch den Schmelzkäse einfach auf das Fleisch hinauflegen. Wenn der Schmelzkäse dann zerlaufen ist, können wir uns schon ums Anrichten kümmern. Ganz unten kommt natürlich das Brot hin, dann ganz wichtig folgt der Salat und dann erst das Fleisch, damit die austretende Soße vom Fleisch das Brot nicht total durchnässt. Dann ganz oben noch eine Tomate und wenn ihr wünscht auch Speck oder Gurke oder was auch immer euch beliebt. Als Krönung geben wir hier noch etwas Burgersoße hinauf und schon ist das Ganze fertig zum Verzehr. Als Beilage haben wir hier noch ein paar Kartoffelwedges gewählt, die ganz hervorragend dazu passen. Damit sind wir aber wieder am Ende dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal für noch weitere coole Videos. Damit sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt How To. Bis dann!